Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen magischen Video. Heute sprechen wir mal über Harry Potter. Und bevor das Video richtig losgeht, spreche ich hier auch nochmal eine ganz deutliche Spoilerwarnung aus. Ihr seid hiermit gewarnt. Fangen wir als erstes mal mit den Schauspielern an. Da haben wir natürlich Daniel Radcliffe als Harry Potter, Rupert Grint als Ron Weasley, Emma Watson als Hermine Granger, den fantastischen Alan Rickman in der Rolle des Severus Snape, Maggie Smith als Professorin McGonagall und natürlich Ralph Fiennes als der, dessen Name nicht genannt werden darf. Harry Potter und der Stein der Weisen ist im Jahr 2001 erschienen. Der Film hat eine Altersfreigabe von 6 Jahren und eine Lauflänge von 152 Minuten. An seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter, dass er ein mächtiger Zauberer ist und erhält eine Einladung nach Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Der erste Film der Reihe ist schon noch eher ein Familienfilm. Er hat eine Altersfreigabe von, wie gesagt, 6 Jahren und ist immer noch sehr fröhlich. Wir haben da unsere kleinen Kinder als Hauptdarsteller. Alles ist sehr bunt und sehr lustig. Das soll sich ja in den späteren Filmen noch ändern. Ich muss sagen, der erste Film ist so ein zeitloser Klassiker. Und auch jetzt, als ich den Film wiedergesehen habe, sind die ganzen alten Erinnerungen hochgekommen. Der zweite Teil der Reihe ließ nicht lange auf sich warten. Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist im Jahr 2002 erschienen. Der Film hat eine unfassbare Lauflänge von 180 Minuten und ist ebenfalls ab 6 Jahren freigegeben. Harry Potter erhält eine Warnung von dem Hauself Dobby, der ihn warnt, nicht nach Hogwarts zurückzukehren. Harry kehrt natürlich trotzdem an seine Schule zurück und untersucht mit Hermine und Ron dort eine Reihe merkwürdiger Angriffe. Der zweite Teil der Reihe hat mir persönlich immer besonders gut gefallen. Ich fand einfach die Geschichte mit dem Basilisken sehr, sehr cool, dass da so diese riesige Schlange unterirdisch durch die Rohre kriecht. Na, hier tun sich für mich einige Logiklöcher auf. Zum Beispiel frage ich mich, warum keiner der Lehrer anscheinend wusste, dass dieses Biest da in Hogwarts haust. Im Jahre 2004 folgte der dritte Teil der Reihe Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der Film dauert 141 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Im dritten Jahr an der Hogwarts-Schule ist Harry einer großen Gefahr ausgesetzt. Denn Voldemorts Anhänger Sirius Black entkommt aus Azkaban. Azkaban ist das Gefängnis für Zauberer. So, der dritte Teil der Reihe hat mittlerweile eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Und das merkt man auch. Der Film ist deutlich düsterer, schon wesentlich gruseliger als die beiden Teile bisher. Und Zurück in die Zukunft lässt grüßen, denn in diesem Film bekommen wir es auch zum ersten Mal mit Zeitreisen im Harry Potter-Universum zu tun. 2005 erscheint dann Harry Potter und der Feuerkelch. Harry Potter und der Feuerkelch hat eine Lauflänge von 157 Minuten und ist ebenfalls ab 12 Jahren freigegeben. In dem vierten Jahr an Hogwarts nimmt Harry Potter an dem Trimagischen Turnier teil und tritt dabei gegen andere junge Zauberer bzw. Hexen aus anderen Schulen an. Die Aufgaben in diesem Turnier sind durchaus spannend. In der ersten Aufgabe muss Harry Potter ein goldenes Ei von einem Drachen stehlen, in der zweiten Aufgabe muss er seine Freunde aus dem See retten und in der finalen dritten Aufgabe muss er einen Pokal in einem Irrgarten finden. Eigentlich wäre Harry Potter ja auch noch viel zu jung für dieses Turnier gewesen. Sein Name wurde trotzdem in den Feuerkelch geworfen. Eigentlich ist es ja erst Zauberern gestattet, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, glaube ich. Jedenfalls kam es so, wie es kommen musste. In der dritten Aufgabe gelangt er dann durch einen Portschlüssel zusammen mit einem anderen Schüler auf einen Friedhof. Und dort sehen wir dann die Rückkehr des Lord Voldemort. Und hier muss ich zugeben, das sieht ganz schön merkwürdig aus. 2 Jahre später, im Jahre 2007, erscheint dann der fünfte Teil der Reihe, Harry Potter und der Orden des Phönix. Dieser Film ist ab 12 Jahren freigegeben und hat eine Lauflänge von 138 Minuten. Und damit ist es auch der kürzeste Film aus der gesamten Harry Potter-Reihe. In dem vergangenen Film warnt Harry Potter ja die anderen Zauberer über die Rückkehr von Lord Voldemort. In diesem Film erfährt er, dass niemand seine Warnung wirklich ernst nimmt. Und in diesem Film wird Harry Potter zum Lehrer und trainiert eine Gruppe von jungen Zauberern und Hexen, um sich gegen die dunklen Mächte verteidigen zu können. Ja, Harry Potter als Lehrer zu sehen, gefällt mir sehr gut. Der sechste Teil der Reihe, Harry Potter und der Halbblutprinz, erscheint im Jahre 2009. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und hat eine Lauflänge von 153 Minuten. An diesem Film findet Harry Potter das Buch des mysteriösen Halbblutprinzen und dann benutzt er dieses, um der einzigen Person nahe zu kommen, die ihm helfen kann, Voldemort zu besiegen. Was mir in diesem Film ganz gut gefällt, ist dieser Konflikt zwischen Hermine Granger und Harry Potter. Hermine war so immer die Definition von der Oberstreberin, die alles kann, die alle Zaubertränke perfekt hinbekommt, alle Zaubersprüche perfekt beherrscht. Doch jetzt mit dem Buch des Halbblutprinzen rückt Harry Potter immer mehr in die Position des Klassenbesten. Da gefällt mir die Konfliktdynamik zwischen den beiden Figuren. 2010 folgte dann der erste Teil des großen Harry Potter Finales, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Dauert 146 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und in diesem Film verlässt Harry Potter Hogwarts, um die restlichen Horcruxe von Lord Voldemort zu vernichten. Horcruxe können gewöhnliche Gegenstände sein, an die jemand seine Seele bindet, um damit sozusagen unsterblich zu werden. Lord Voldemort hat seine Seele auf, glaube ich, 7 Horcruxe aufgeteilt. Zur Handlung in diesem Film kann man viel mehr nicht sagen, denn es passiert wirklich nicht mehr. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erscheint dann im Jahre 2011. Das große Finale dieser Filmreihe hat eine Lauflänge von 130 Minuten. Und da muss ich meine Aussage von vorhin korrigieren.
Der Orden des Phönix ist nicht der kürzeste Film, sondern wie gesagt, jetzt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Der Film hat wie seine Vorgänger eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Gerade als die Lage hoffnungslos erscheint, entdeckt Harry Potter drei magische Gegenstände, mit denen er ähnliche Fähigkeiten erhält wie sein Gegner Voldemort. Die Three Hallows of Death, beziehungsweise die drei Heiligtümer des Todes, sind ja zum einen der Stein der Weisen, der magische Umhang, der unsichtbar macht von Harry, und dann noch der Elderstab, der mächtigste Zauberstab des gesamten Harry Potter-Universums. Ja, man muss sagen, die Filme werden im Laufe der Handlung immer düsterer, die Bilder werden dunkler, die Musik wird düsterer, insgesamt, man merkt, die Stimmung, es wird ernster, es geht aufs große Finale zu. Und dann muss ich leider zugeben, dass mich das Finale überhaupt nicht gepackt hat. Aber das liegt auch daran, dass ich keine persönliche Bindung zu Harry Potter habe. Ich bin weder mit Harry Potter aufgewachsen, noch habe ich die Bücher als Kind gelesen. Ich habe wirklich nur die Filme geguckt. Was mir aber an dem letzten Teil wirklich positiv aufgefallen ist, ist eine kleine Szene, die noch nach dem eigentlichen Ende des Films kommt. Und zwar sind wir wieder am legendären Bahnhof auf dem legendären Gleis 9¾ und sehen dort Ron mit Hermine. Wir sehen Harry Potter mit Ginny, der Schwester von Ron. Wir sehen Draco Malfoy mit seiner Familie. Und alle bringen sie ihre Kinder zum Zug zu ihrem ersten Jahr in Hogwarts. Das finde ich sehr, sehr schön. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir in der gesamten Reihe zwei Dumbledore-Schauspieler hatten, weil einer leider verstorben ist. Das Problem haben wir auch in der deutschen Fassung. Die ersten vier Teile werden vom deutschen Synchronsprecher Klaus Höhne gesprochen. Dieser ist dann leider 2006 gestorben. Und die neue Synchronstimme von Albus Dumbledore gefällt mir überhaupt nicht. Und das mag ich sowieso nicht, wenn sich Synchronstimmen im Laufe langer Filmreihen oder langer Serien während der Serie einfach ändern. Für mich ist die Stimme von Klaus Höhne die einzig wahre Dumbledore-Stimme. So, und kommen wir nun abschließend zu einem kleinen Ranking der Harry Potter-Filme. Auf dem achten und letzten Platz habe ich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes einsortiert. Weil ich sagen muss, die Handlung in diesem Film ist relativ langweilig. Harry Potter sucht lediglich nach diesen Horcruxen, sonst passiert nichts weiter. Auf dem siebten Platz habe ich dann den vierten Teil der Reihe. Harry Potter und der Feuerkelch. Das gleiche Problem wie beim Film zuvor. Der Film hat als einzige Handlung wirklich dieses trimagische Turnier. Es ist ganz gut umgesetzt, aber ansonsten hat mir der Film auch nicht so gut gefallen. Auf Platz 6 haben wir Harry Potter und der Stein der Weisen, den ersten Teil der Reihe. Der hat mir im Grunde ganz gut gefallen. Was ich da halt nicht so toll finde, ist, dass es wirklich so ein Familienfilm ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Action erhofft. Auf Platz 5 habe ich Harry Potter und der Halbblutprinz. Auf Platz 4 habe ich Harry Potter und der Orden des Phönix, also den fünften Teil der Reihe. Hier fand ich es cool, dass wir einige alte Figuren wieder gesehen haben. Zum Beispiel Sirius Black, Remus Lupin und auch die Weasleys sind wieder mit am Start. So, kommen wir jetzt zu den Top 3. Auf Platz 3 habe ich das große Finale Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Wobei ich mich auch immer noch frage, warum gibt es vom großen Finale Teil 1 und Teil 2, dann noch doch Teil 7 und Teil 8. Auf Platz 2 haben wir Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ah, dieser Film, der hat es mir wirklich angetan. Also das Ganze mit der Schlange und so, ich finde das wirklich gut. Ja, ich mag diesen Film einfach. Ich finde das cool mit der Erinnerung von Tom Riddle, die da aus dem Tagebuch lebendig wird. Der Basilisk gefällt mir gut. Also wirklich ein durchaus gelungener Film. Und in meinem Ranking auf Platz 1 haben wir Harry Potter Teil 3, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und hierzu muss ich auch nochmal sagen, dass dieser Film auch extrem viel Witz hat. Das ist fast wie eine Komödie. Der Anfang ist ja auch schon legendär, wo Harry Potter die Schwester von Mr. Dursley in einen Luftballon verwandelt, dann von zu Hause da ausbricht und dann da auf diesem gruseligen Spielplatz sitzt, wartet und dann kommt der legendäre Nightbus oder auch zu Deutsch der fahrende Ritter. Mit dem Fahrer Ernie und seinen Schrumpfköpfen einfach cool gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Das war mein persönliches Ranking aller Harry Potter Filme. Alle Harry Potter Filme plus die zwei fantastischen Tierwesen Filme könnt ihr ab sofort auf Netflix schauen. Auf Instagram hatte ich euch ja bereits gefragt, in welches Haus ihr in Hogwarts kommen würdet. Jetzt frage ich euch, was ist euer Lieblings-Harry Potter-Teil und auch warum? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.